What's up, ladies and gentlemen? Wir kommen zurück. Wir spielen eine neue Folge Green Hell für euch. Wir haben hier eine neue Folge für euch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall willkommen zurück und ich hoffe, ihr habt Spaß. In der heutigen Folge seht ihr noch mehr Details zu diesem Spiel. Und natürlich werden wir euch in unsere Welt des gemeinsamen Überlebens ein wenig einführen. Das klingt heute alles einfach falsch. Egal, gemeinsam werden wir überleben und an dieser lieben Stelle Grüße an JFK von Bass Vision. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, lebt damit oder stirbt damit, ist mir egal. Auf jeden Fall, wenn wir schon damit sind, dabei zu leben, lass mir ein Abo da, lass mir ein Like da und join der Discord-Community. 100 aktive Menschen warten auf deine Videos, deine Meinung und haben einfach Bock mit dir zu reden, zu zocken und Spaß zu haben. Gosh, das klang wie ein Swingerclub. Nun ja, jetzt gibt's erstmal das Intro. Heute mal nur ein ganz kurzes Hallöchen von mir. Und dann würde ich sagen, geht das auch schon los, ne? Wundert euch bitte nicht, wo ich Tukans und Aras her habe. Die lagen hier rum. Ich würde keinen Vogel hier eigentlich töten. Zumindest nicht wirklich gerne. Ah, Survival Games bringen die schlechteste Seite in Menschen raus. Corona-Krisen übrigens auch. Aber hey, das kennt ihr ja alle. Na, Hashtag Toilettenpapier. Hashtag Germany. Ich könnte mich nur aufbringen. Naja, jetzt gibt's das Intro und dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und wie gesagt, wenn euch die Folgen gefallen, dann lasst mir ein Like da. Das würde mir und dem Kanal nämlich wirklich, wirklich gut tun. Also bis gleich. Das war ein schnelles Ende. Ja. Nimm meinen Speer und töte ihn. Ich bin tot. Wir sind gleichzeitig gestorben. Ha. Respawn, bitte. Fertig. Ja, willkommen im Desaster des Dschungels. Hallöchen an alle Wölfchen und Helden. Willkommen im Desaster, das sich Heldenherz nennt. Nein. Wieso hast du den hingelockt? Weil ich, du hast ein Speer und ich hatte keinen. Jo, aber eine Vorwarnung wäre vielleicht ganz nett. Ja, wie denn? Eben. Ich hab dich die ganze Zeit, aber du warst ja noch gemutet. Ja, eben. Dann vielleicht nicht auftauchen? Ich glaube, nächstes Mal bewerfe ich dich einfach mit dem Stein. Du nimmst wirklich diese hässlichen Spinnen mit, sorry, aber nein, zerstört. Ja. Ich akzeptiere keine hässlichen Spinnen in meiner Nähe. Was? Reicht schon, dass ich dich in meiner Nähe akzeptieren muss. Können wir bitte nächstes Mal nicht so exakt dicht aneinander sterben? Ich weiß keine Ahnung, was meins ist. Ups. Einfach alle nehmen. Ja, eben nicht. Zum Beispiel die Federn. Die wollte ich jetzt eigentlich gleich nutzen, um mal Pfeile zu bauen. Ja. Du spielst ja immer so gerne im Bogenschützen, ne? Das kommt drauf an, aber ja. Lass es. Warum? Das ist echt schwierig in diesem Spiel. Also, sagen wir mal, wenn es sich nicht verändert hat im Vergleich zu früher, was eventuell der Fall ist, dann war es mal so, also es konnte passieren, dass du gezielt hast, ungelogen, aber der Pfeil flog einfach gerade nach oben. Nice. Ist durchaus schon öfter vorgekommen. Ich weiß nicht, ob es in meinem Let's Play sogar war oder nicht, aber ja, es kam vor. Also wie ihr seht, wir haben unser Lager ein bisschen aufgebaut und der Einzige, der natürlich keine Ordnung hält, ihr wisst schon wer, ne? Ich sag jetzt keinen Namen, aber... Ja, ist schön, dass das jetzt sehr männlich klang. Er. Also Männer dürfen keine Ordnung halten. Wow, was bist du denn für eine Tosse? Ey! Was? Ich hab gesagt... Ja? Okay. Du hast gesagt, es klang sehr männlich. Ja, Männer räumen auch auf. Sorry, dich aus dieser Illusion zu holen, aber hey. Nein, ich meinte das bezogen, weil du gesagt hattest, ich sag euch nicht wer oder wer. Ach Gott, wirklich. Götter, hol dir einen Tee. Können wir jetzt bitte diese Wand fertig bauen? Du hast gerade vielleicht erkannt, warum. Mhm. Falls irgendwelche Idioten auf die Idee kommen, hier rein zu wollen. Was hast du gedacht, hä? Dass ich jetzt sage, falls irgendwelche Idioten andere Leute hier hinbringen? Nein, ich habe nur meine Sachen weitergesucht. Ja, ja. Mhm. Was brauchen wir denn? Ach so.
Holzscheite. Die langen Stücke oben haben wir schon mal. Hier, da kommen Holzscheite raus. Zack, zack. Übrigens, hier, da ist die Blume, die ich meinte. Guck mal, damit du weißt, welche ich meine. Die Blume hier, nee, das sind die Beeren. Ach, fuck, die sah so ähnlich aus. Aber so in lila, genau. Das ist die. Also diese Pflanze bitte nie klein machen und nie sammeln, denn dadurch kriegt man Lebensmittelvergiftung. Doch, doch, die brauchen wir später. Die können wir in die Suppe schmeißen. Okay, aber bitte nicht roh essen. Nee. Das ist genauso, als wenn du dir bei Netto Essen kaufst. Uah. Wie war das? Oh. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass dieser Jäger mich erwischt hat. Wie hat er mich denn erwischt mit einem Schnitt? Mein Schnitt ist ein Messer. Ich weiß es nicht. Mich hat er auch erwischt. Ja, bei dir ist ja klar. Mhm, genau. Du standest stand viel weiter dir. Rechts. Aber ich stand hinter der Wand. Wir brauchen noch Holzscheit. Ja. Bam. Bam. Deswegen bin ich ja in die Richtung da hinten gelaufen. Aber zumindest habe ich den Grund gefunden, warum ich immer die Buschtrommeln gehört habe, ne? Ich habe aber echt keinen gesehen. Wo war denn der? Der kam von ganz hinten. Noch detaillierter, du wärst so ein geiles Navi. Fahren Sie, wenn die eine Straße mit dem Asphalt da auftaucht, einfach rechts. Die Richtung, wo die anderen schon den Weg pflastern. Besser? Eichen pflastern meinen Weg. Gutes Lied. Ich hoffe, die anderen kommen jetzt nicht noch hinterher. Das können sie gerne versuchen. Ich sorge gleich dafür, dass sie es nicht mehr tun. Denn genau in diese Richtung kriege ich schon wieder diese Musik. Ja, da ist ja auch das Jägercamp. Das habe ich eben mehrfach versucht, dir zu sagen. Aber hey, es ist deine Sache, wenn du mir nicht zuhörst. Aber Holzscheite und so. Ja, aber die stehen vor unserem Haus. Lass mich raten, du hast alle meine Lianen eingesammelt. Weiß ich nicht. Ich habe gerade welche vom Baum geholt. Wir pflücken Seile. Ich habe alle. Jetzt kannst du wenigstens nicht mehr sagen, der hat sie nicht mehr alle. Ist so. Wie kommt man da oben nur dran? Springen. Okay. Ziemlich dicht an den Ast stellen und springen. Ein bisschen Wadahadadude da. Kann ich bauen. War bis jetzt nur noch unnötig. Nö, ich leg die mal hier hinten hin. Also Stockhalter ist voll. Schön. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso kann man hier nur... Moment, wie viel sind 50 kleine Stöcke reinmachen. Guck mal, wie groß diese Form für die kleinen Stöcke ist. Sehr groß. Wieso kann man da 50 Stück reinmachen? Also ich sehe da locker Platz für 200. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Haben die nie Forest gespielt? Wie viele scheiß fucking Stöcke auf so einen Wagen passen zum Beispiel? Ja, wobei das auch immer noch relativ zu wenig ist. Oh, weißt du, wen ich im Intro eben begrüßt habe? Sabine? Nee, aber können wir auch machen. Hallo Sabine. Hallo Sabine. JFK. Oh, JFK, den wir beim letzten Mal bei State of Decay schon benötigt haben, ne? Richtig, den alten Trunkenbold. Wenn du mir jetzt sagst, aber der ist doch gar kein Alkoholiker. Er spielt Piratenspiele, jeder, der Piratenspiele spielt, ist ein Alkoholiker. Sonst kann man Piratenspiele nicht spielen. Das nennt man Rollenspiel. Jeder Pirat muss besoffen sein. Mhm. Ja. So, kann ich jetzt irgendeine Blume hier sammeln? Nein, wie kriege ich... Ich habe es ja im Discord geschrieben, ne? Er mobbt dich. Ich habe ja auch Beweise geschrieben, das war ja eindeutig. Ach so, ja, die Beweise um 18.000 Ecken, ne? Ja, das sind knallharte alternative Fakten. Genau, da bin ich ja noch nicht mal hinterher gestiegen. Ja, das musst du ja auch nicht. Das kann ruhig die ganze Welt wissen. Ja. Mhm. Ist das doch mal den armen JFK in Ruhe, Mann. Ich habe eine Axt. Siehst du, jetzt nötigst du mich. Was passiert eigentlich, wenn... Fuck, geht nicht. Ach. Das tut mir jetzt aber nicht leid. Haha, das nächste Mal, wenn du gejagt wirst, schaue ich zu. Thirsty. Wie war das nochmal mit dem Mobbing hier? Mhm. Lass uns doch mal... Nee, das sind alles Bananen. Mist. Bananen.
Ach, hier liegt noch ein Palmblatt. Lass uns ein Haus aus Jägern bauen. You gotta be kidding me. What für ein Piece of Shit da? Die Lianen schon wieder gespawnt? Immer diese Ausdauer, ne? Ach, ich hab zwar schon wieder irgendwas. Ich habe irgendetwas schon da in mir. Ha, erwischt. Ihr kleinen Monster. Also ich finde, Blutegel ist so ziemlich von allen möglichen Krankheiten zwar eine der nervigsten, aber eine der besten. Ja, weil man die halt schnell vom Hals kriegt. Ne, vom Arm. Ja, die Sache ist, die Blutegel machen ja deine geistige Gesundheit platt. Weswegen ich finde, der Effekt ist schon richtig schlecht. Aber was, muss hier noch was bei? Nö, ist fertig. Ich habe gar keinen Boden gehört. Ich schon. Ich hab's. Wie kann sich ein einziger Mensch wegen sowas so... Naja. Okay, lass uns, damit das jetzt nie wieder vorkommt, am liebsten eine Wand bauen, wo du nicht durchkommst. Aber naja, solange das nicht geht. Ja, wir machen es so. Ja, da hilft auch nicht, mich anzubaggern. Spar dir den Blick. So, und jetzt helf mir hier. Bitte. Okay. Ja, daneben nicht. Wieder die Holzscheite, alle. Ja. Ich baue mein Holzscheitlager genau hier hin. Warte, warte, warte. Ah, Kokosnuss. Meine. Ich habe übrigens ein Lager entdeckt, wo Kokosnüsse runterfallen. Mhm. Oh, ist das geil, wenn du ein Lager mit langen Stöcken hast, ey. Ist zwar leer jetzt, aber das ist mir egal. Aber es war geil, solange es geht. Der Satz könnte aus dem Bordell sein. Ham. Ham, ham, ham. Was machen wir hier? Ja, eigentlich wollten wir ja von hier weg, aber jetzt wollen wir ja erstmal unsere Base sichern, weil die ja in der Nähe sind, ne? Boah, ist mein PC laut, ja. Ich brauche eine Axt, sonst kann ich dir nicht mehr helfen. Tja, finde aber keine Lianen mehr. Tja. Ich wollte gerade sagen, kennst du Liana? Aber dann fiel mir ein, oh, das ist entweder die eine aus Germany's Next Topmodel, die keiner leiden kann, weil sie eine totale Schlampe ist. Oder das ist die aus Dragon Age, die badet. Je nachdem, wie du sie schreibst. Du brauchst kein Seil für eine Steinaxt. Wie baust du die? Mit einem Stock und einem Stein. Und der hält wie zusammen? Das frage ich mich auch manchmal, aber da brauche ich kein Seil für. Ach, das ist deine Steinaxt. Nee, danke. Ich habe sie gerade gesehen, was du meintest. Mit Seil hält besser. Okay. Aber mit Seil hat er es bei mir nicht angezeigt. Versuch mal. Eine Liane, zwei Steine und ein Stock. Verstehe ich auch, warum deine die ganze Zeit so schnell kaputt gehen. Was du gemacht hast, ist sozusagen die schwächere Version davon. Warte mal, eine Liane, zwei... Steine. Steine. Und ein Seil. Und ein Stock, genau. Thirsty. Hey, jetzt habe ich drei Äxte im Inventar. Gut, da hinten ist ein Waffenrack. Da kannst du es hin tun. Ja, die gehen doch jetzt sowieso noch alle kaputt bei dem Holzscheitschlagen. Wir brauchen aber doch nur vier Holzscheite. Okay. Ich höre Schritte. I need to rest. Mein Charakter muss sich ausruhen.
So sei dies, man lasse es geschehen. Möge der Charakter seine Ruhe finden. Mhm. So. Wie war das nochmal mit dem Speer? Schluss mit Lustig. Jetzt esse ich diese Nuss. Das Lustige ist, durch die ganzen toten Jäger hätten wir hier wirklich einfach Notfallvorräte an Essen. Hätten. Fuck! What? Wieso ist da eine Spinne? Hast du was in dein Inventar getan, heimlich rausgelegt? Nein. Götter. Nein! Es ist aber auch ein Unding, das System mit dem Aufstellen und so, ne? Ja, ich hab die auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Ja, das Problem ist, du verschüttest dann halt instant das Wasser. Warum auch immer. Klapperschlangenfleisch verbrannt. Das war klug. Mhm. Gürteltierfleisch verbrannt. Mist. Das war sehr klug. Mhm. Und das Schlimme dabei ist, ich kann das nicht mal dir in die Schuhe schieben. Das Gürteltier war von mir. Moment, so, langer du hattest noch gar keine Holzscheite geholt? Langer Stock, Steinklinge und Seil. Warte. Nein. Steinklinge und Seil, du willst einen Sperrbaum? Ja. Oh shit, ich war ja, deswegen war ich im Lager, ich war ja K.O. Okay, ich gehe ja schon schlafen. Ach, wir haben keinen langen Stock mehr? Nö. Dafür haben wir jetzt ein Holzscheitellager. Ohne Holzscheite. Das wäre irgendwie cool. In dem Moment, wo man das Lager baut, hat man eine Gratis-Auffüllung. Nicht einschlafen. Bam, 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 bam. Ich brauche echt mein eigenes Bett, ey. Nein! Du kriegst dein eigenes Bett nicht. Was? Solange du unter meinem Blätterdach wohnst, wird das Bett hier genutzt. Das gibt Stress da. Boah, soll ich sonst reiße ich das Bett ab nach dem Schlafen. So, geh dich ausruhen, ich hol den Rest. Jetzt habe ich den dritten Punkt für den Speer vergessen. Langer Stock, Seil und... Stein. Nein. Klinge. Schiff. Stein, Klingen, Schiff, what? Ich hab Shit gesagt, weil ich wieder alles wegnehmen musste, weil ich keine Steinklinge hatte. Ich dachte, du wolltest schlafen. Jaha. Ja, mach's doch. Was? Trau dich doch. Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann nicht mehr, nee. Wirf da bleib wach. Willst du mir jetzt drohen, damit das dein Charakter wach bleibt? Ja, ich mach einfach LAN-Party, da ist doch kein Problem. Sag mal... Hatte jemals jemand beigebracht, wie man wirklich droht? Das Prinzip hast du, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht nicht, nee. Das ist bestimmt für dich auch so eine Drohung wie sowas wie, du räumst jetzt dein Zimmer auf oder sonst mache ich's. Oh, danke. Hey, cool. Bis später. Ich würde ja am liebsten Stachelfallen aufstellen. Ich habe nur das Scheißgefühl, dass du der Erste bist, der stirbt. Gut, dass ich noch nicht getrunken hatte. Dann warte ich nächstes Mal. So. Soll ich mich kurz ausloggen? Warum? Dann komme ich mit dem Warlock online. Ist auch schön. Was willst du? Ja, das ist das, was meiner Meinung nach in Destiny... Nein, in diesem Spiel hier fehlt. So ein Warlock. Okay. Weil, geh mal mit so einem Warlock in so einem Jägercamp hier, ne? Einfach mal eine Nova-Bombe rein, dann ist hier aber Ruhe. Davon kannst du ausgehen. Ja, jetzt kannst du nicht mal hier ein bisschen schneller laufen, doch. Kann ich. Soll heute noch fertig werden? Ja, mache ich aber nicht. Also, schneller laufen. Aber ja, ich kann. Wenn ich möchte. Ich hab wieder das Ping gehabt.
Wunderbar. Ja, hab ich voll einkassiert. So, wir brauchen. Dann haben wir noch hier viele Bananenblätter rumliegen. Ja. Ja, komm, dann machen wir einen Bananen da. Dürfte ich bitte, liebes Spiel? Hallo? Okay, dann so. Also brauchen 16. Du weißt, dass eins noch hinten liegt am Feuer? Ah, wir hätten da noch Palmblätter gehabt, so ist es nicht. Es wird Zeit, dass wir matt machen können, aber das Problem, was ich sehe, ist halt, keiner von uns hat hier Wasser. Schade eigentlich. Oh, hier hinten wäre ja auch Holz gewesen, aber was du dagegen getan? Holzscheite. Ach, die hatte ich da vorhin hingetan. Scheiße, habe ich wieder vergessen. Jetzt suche ich sie mal ins Lager. Da findest du sie auch wieder. So, wollen wir jetzt noch Bananenbäume? War vielleicht doch keine gute Idee. Warte mal, ich habe doch hier gerade. War das hier? Ich glaube, wenn du runtergehst, ist da einer. Ah, hier ist auch noch einer. Perfekt. So, möchtest du. Wir brauchen hier noch ein Blatt. Ich bringe trotzdem mal ein paar mit auf Vorrat. Möchtest du noch was sagen zum Abschied? Möchtest du noch eine kleine Geschichte erzählen? Nö. Mir fällt gerade nichts ein. Nein, mir fällt aber einer. Okay. Wie wäre es, wenn die Leute mal ins Discord kommen? Das sind jetzt über 100 aktive Menschen. Unter anderem wir beide. Das heißt, wenn ihr nicht nur die Schnauze von uns noch nicht voll habt, sondern vielleicht mal in Kommunikation treten möchtet, dann meldet euch nicht bei mir. Aber wenn ihr Bock habt, einfach so ins Discord zu kommen, dann sei euch das gestattet. Manchmal. Zu mancher Zeit. Ja. Oder auch nicht. Oder doch. Vielleicht werdet ihr von Kannibalen gefressen. Ich übernehme nicht die Verantwortung. Genau. Also wir treten von der Verantwortung zurück und lassen die Kannibalen auf euch los. Ich könnte da jetzt so ein paar Namen nennen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber das wird sich zeigen. Eine Nuss. Also, da die Nuss jetzt nichts mehr zu sagen hat, würde ich sagen, schaut im Discord vorbei. Dort erlebt ihr, also wenn ihr Destiny spielt, so einige Sachen. Wirklich. Komm einfach vorbei, guck's dir an. Wer auch immer du bist. Genau. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao mit V. Irgendwie klingt das ja süß, ne? Das muss man eher lassen. Naja. Das klingt bei mir irgendwie nicht so süß, oder? Wenn ich jetzt einfach sage, so, ciao mit V. Nein, das klingt scheiße. Deswegen, aber was soll ich denn machen? Ich hätte ein W. Wolf. Wolf mit Wolf? Nä. Das klingt so klischeehaft. Na, scheiß drauf. Aber ihr habt's gehört und wenn du es bis hierher gehört hast, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schreib mal Hashtag Make It to the End in die Kommentare und zeig mir, dass du meine Arbeit zu würdigen weißt. Nochmal ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Joe, Sabine, JFK und all die anderen Freaks aus dem Discord und überall drumherum, die meine Videos tatsächlich schauen. Danke dafür, ihr seid gute Menschen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr bleibt dabei, Abo nicht vergessen, Discord. Join und bis dahin, wallet euer Dings. Euer Wolf.